deine Aufmerksamkeit. Das ist das Gut, um das Unternehmen mehr kämpfen als je zuvor. Sie wollen sie gewinnen und für ihre Zwecke nutzen. Mit Werbung, Games und sozialen Medien versuchen sie, unsere Aufmerksamkeit zu monetarisieren. Morgens bereits ein Podcast im Ohr, tagsüber Dauerfeuer an E-Mails, Nachrichten und Benachrichtigungen auf dem Handy. Ein unendlicher Feed in den sozialen Medien. Überleg mal, man hat keine 20 Minuten am Tag mehr, um seine Gedanken einmal selbstständig zu sortieren, um mal wirklich kurz zu reflektieren, um mal frei zu denken und um kreativ zu werden. Wie soll man da wissen, was man will und wie soll man da Neues erschaffen? Wenn Aufmerksamkeit also die neueste, wichtigste Währung ist, liegt die neue Form von Reichtum bei denen, die sie für sich schützen und bewahren können. Leute, ich habe mich schon wieder dabei erwischt. Morgens nach dem Aufwachen, der erste Griff zum Handy. Dabei will ich das gar nicht. Auch insgesamt ist meine Bildschirmnutzung seit meinem letzten Dopamin-Detox-Experiment hier auf YouTube auch wieder gestiegen. Und ich frage mich, bin ich zu schwach? Ich bin mir noch nicht so sicher. Sind es nicht viel eher die aufmerksamkeitshungrigen Algorithmen, die mir gar keine Wahl lassen? Und dabei will ich auf jeden Fall keinen Boomer-Take machen, von wegen das Internet und Smartphone, das ist alles böse. Aber es geht darum zu verstehen, was sind die Mechanismen dahinter und wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass wir uns in irgendwelchen Feeds oder Games verlieren. Mit 21 Jahren, da habe ich mein erstes Unternehmen gegründet und da musste ich relativ schnell lernen, Ablenkungen zu reduzieren und sich wirklich auf das Wichtige zu konzentrieren. Unter anderem in diesen Jahren habe ich verschiedene Tools und Strategien kennengelernt, mit denen es gelingt, zurück zur mentalen Klarheit und zur Gelassenheit zu kommen. Und dabei auch eine gesündere Beziehung zur digitalen Welt aufzubauen. Wenn dich diese Themen übrigens interessieren, dann abonniere sehr, sehr gerne den Kanal, denn dann können wir zusammen diskutieren und voneinander lernen. Jetzt aber zum ersten wichtigen Schritt. Erstens, Mechanismen verstehen. Je reicher und offener eine Gesellschaft ist, umso offener und aufwendiger wird der Kampf um die Aufmerksamkeit ausgetragen. Georg Frank spricht in seinem Buch Ökonomie der Aufmerksamkeit genau darüber. Aufmerksamkeit ist eine knappe Ressource. Frank argumentiert, dass in unserer Informationsgesellschaft, wo so viele Informationen von allen Seiten auf uns einprasseln, genau um diese knappe Ressource konkurriert wird. Aufmerksamkeitsökonomie als Wirtschaftsfaktor. Nach Frank nutzen Unternehmen verschiedene Strategien, um diese Aufmerksamkeit gezielt zu gewinnen und zu monetarisieren. Deswegen ist es auch so wichtig zu schauen bei kostenlosen Diensten für uns, was bringt das eigentlich genau dem Unternehmen. Und so ist es für uns zum Beispiel so, dass ja die Nutzung von Instagram kostenlos ist, aber wer profitiert davon genau von was? Und wenn man sich das anschaut, dann kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, dass es genau darum geht, auf unsere Aufmerksamkeit und Unternehmen, die Anzeigen schalten können, damit wir diese Anzeigen wahrnehmen können. Unternehmen, die auf Instagram Anzeigen schalten, die müssen dafür natürlich bezahlen und das ist also das Geschäftsmodell von Instagram, das mittlerweile ja zum Facebook-Konzern gehört. Und so schließt sich der Kreis. Facebook profitiert von Anzeigen und Unternehmen können gezielt die Aufmerksamkeit von uns damit kaufen. Selbstaufmerksamkeit und Selbstkontrolle. Selbstaufmerksamkeit und Selbstkontrolle, das sind nach Frank die wichtigsten Kompetenzen in der Aufmerksamkeitsökonomie. Es geht darum zu lernen, bewusst die eigene Aufmerksamkeit zu lenken und sich vor Manipulation zu schützen. Dies erfordert übrigens die Fähigkeit, selektiv zu sein, eigene Muster zu erkennen und Inhalte kritisch zu hinterfragen. Klingt ja erstmal alles schön und gut, aber wie erreichen wir denn jetzt Selbstaufmerksamkeit und Selbstkontrolle? Das gelingt, indem wir verstehen, in welchen Bereichen unsere Aufmerksamkeit immer wieder abgelenkt wird. Beispielsweise durch Überladung oder auch durch Unordnung und wo wir das Gefühl von Fremdsteuerung empfinden. Ganz vorne mit dabei sind da natürlich einmal der Laptop und das Siegertreppchen, das geht ganz klar an diesen Kollegen hier. Auf dem Smartphone sind es vor allem Messenger-Dienste wie WhatsApp, aber auch soziale Medien, allen voran bei mir Instagram, wo ich das meiste Gefühl der Fremdsteuerung habe. Und genau deshalb müssen wir den Umgang mit diesen Geräten neu denken und organisieren. Was heißt das jetzt ganz konkret? Lass uns praktisch werden. Was können wir genau machen? Zweitens, bewusste Smartphone-Nutzung. So ein Smartphone, das kann schon ein ganz schöner Killer sein, wenn man mal an Situationen denkt, in denen man gerade eigentlich konzentriert arbeiten möchte, aber auch in Gesprächen mit Menschen. Passiert es nicht selten, dass einfach mal Leute ihr Phone zücken, einfach weil es zur Routine geworden ist, weil es ein unbewusstes Verhalten ist. Das heißt, wenn wir jetzt zur bewussten Nutzung des Smartphones kommen wollen, da müssen wir einfach ein paar verschiedene neue Dinge auf diesem Gerät organisieren. Ausstellen von Push-Benachrichtigungen, Notification-Sounds und Vibrationen. Benachrichtigungen auf dem Smartphone habe ich größtenteils ausgeschaltet,
Das hat einen einfachen Hintergrund, dass ich lieber selber entscheiden möchte, wann ich mich mit einem Inhalt auseinandersetze. Und wenn jetzt zum Beispiel die ganze Zeit schon im Start-Screen irgendwelche Benachrichtigungen aufploppen, irgendwelche WhatsApps, dann bin ich ja schon, wenn ich gerade nur kurz drauf schaue oder drauf linse, und das passiert automatisch, wenn es halt aufploppt, dann bin ich ja schon raus, dann bin ich ja schon gedanklich kurz weg, bin vielleicht schon bei dem Thema, bin vielleicht bei der Person. Und da lieber die Macht zu haben und zu sagen, ich möchte aktiv jetzt die App WhatsApp öffnen, ist immerhin eine kleine Hürde. Auch da muss man natürlich schauen, dass das alles im Rahmen bleibt. Aber es ist halt schon ein größerer Aufwand, den Screen zu entsperren, auf das App-Icon zu klicken und dann wirklich zu WhatsApp zu gelangen, anstelle, dass es halt direkt irgendwie einen anspringt. So habe ich mir das Gefühl, auch selbstgesteuert zu sein, selbstbestimmt zu handeln und nicht nur zu reagieren. Bildschirmzeitbegrenzung. Selbst wenn ich die Notifications ausgeschaltet habe, ist die nächste App ja nicht wirklich weit, sind wir mal ehrlich. Und deswegen auch die Bildschirmzeit im Auge zu haben, wie viele Stunden bin ich eigentlich jeden Tag auf zum Beispiel Social Media unterwegs, das kann super sinnvoll sein, um sich da selbst zu tracken. Und als ich dann zum Beispiel mal gesehen habe, wie viele Stunden ich da eigentlich verbringe, das hat auf jeden Fall irgendwie was in mir angeregt und auch verändert. Und ich glaube, deswegen ist das cool, das auf jeden Fall mal sich anzuschauen. Und die coole Funktion ist eben auch, ein Limit hinzuzufügen. Das heißt, am Ende kannst du dann auch zum Beispiel sagen, okay, eine Stunde Limit, Instagram ist erreicht. Und dann zeigt dir das Smartphone die Benachrichtigung, ja, das war's jetzt. Du kannst das Limit zwar noch ignorieren, aber auch da wieder eine Hürde mehr eingebaut. Wenn es um Fokus geht, dann hilft auch die Funktion nicht stören. Das ist dann der Fokusmodus. Da kannst du mehrere Foki finden für den Tag, wenn das der Plural ist. Da kannst du sagen, nicht stören. Du kannst aber auch sagen, schlafen, Zeit für mich oder Arbeit und dementsprechend gewisse Apps zu dieser Zeit ausstellen. Absoluter Gamechanger. Wir unterschätzen im Alltag, wie sehr eigentlich die Räume, in denen wir uns befinden, unsere Entscheidungen bereits beeinflusst. Und ich hasse es wirklich, morgens aufzuwachen und direkt aufs Handy zu schauen, weil ich dann schon wieder direkt in der Welt bin und gar nicht bei mir. Und was ich jetzt seit neuestem versuche zu machen, ist, abends schon das Handy wegzulegen, irgendwo an ja, das Ende des Raumes und nicht direkt an mein Bett. Das wird auf jeden Fall ein Gamechanger sein. Ich versuche das jetzt immer wieder zu implementieren. Und so kommst du auf jeden Fall nicht in die Versuchung, abends, also in den letzten Minuten, vorm Schlafen gehen, nochmal am Handy zu sein und morgens nicht. Berichtet mal, ob ihr das schon macht. Einmal unten in die Kommentare. Folgende Maßnahmen, die nutze ich aktuell noch nicht, weil ich glaube, dass ich sie nicht unbedingt brauche. Ich finde es trotzdem spannend, sie in diesem Video einmal zu erwähnen und einmal darüber zu sprechen. Apps. Es gibt Blocker-Apps, mit denen du gewisse Apps einfach gar nicht mehr zu einer gewissen Zeit aufrufen kannst. Und das ist natürlich noch ein Advanced-Schritt hin zu dem Nicht-Stören-Modus, wo du nur die Benachrichtigung deaktivierst. Und bei der Blocker-App, da wird es dir wirklich auch nicht möglich gemacht, selbst wenn du also versuchst, die App zu öffnen, klappt nicht. Wem das Blocken von ganzen Apps ein bisschen zu radikal zum Anfang ist, kann ja auch einfach mal andere Apps benutzen, wie zum Beispiel OneSec. OneSec ist nämlich eine App, die gibt dir mehr oder weniger eine Erinnerung. Wenn du also eine App öffnen möchtest, dann steht da so eine Art Screen und dass du erstmal kurz tief durchatmen sollst und dich wirklich fragst, war das gerade eine bewusste Entscheidung, diese App zu öffnen oder doch wieder nur ein Automatismus? Die App gibt es aber aktuell nur für iOS und deswegen für Android hier noch eine kleine Alternative. Das Ganze heißt Minimalistic Phone und auch da werden schon Reize einfach mal reduziert. Das heißt, wir sehen gar nicht mehr das normale Interface vom Smartphone mit den ganzen bunten Icons und so weiter, was ja hier oben schon etwas macht, sondern wir haben einfach nur eine normale Suchleiste, in der wir dann ein Wort eingeben und das wird auch alles gleich angezeigt. Also wenn man dann jetzt zum Beispiel auf Instagram gehen möchte, dann gibt man Instagram ein, man sieht aber nicht das Icon und so weiter. Das könnte auch noch eine spannende App sein. Es ist auf jeden Fall mal wert, sich das anzuschauen. Apps ausmisten. Was natürlich auch eine unheimliche Ruhe geben kann, ist auch einfach mal Apps auszumisten. Ich liebe das, ich mag das total gerne, ab und zu einfach mal wirklich wieder das Handy in die Hand zu nehmen und zu schauen, was habe ich eigentlich in den letzten Monaten wirklich benutzt. Hier hilft uns auch wieder die Ein-Jahres-Regel. Mehr Regeln, die dir helfen übrigens beim Ausmisten, kannst du dir nochmal hier oben ganz kurz klicken. Da geht es zum Minimalismus-Guide, da spreche ich noch über mehr Regeln, die dir helfen beim Ausmisten. Die Einjahresregel, die kann uns jetzt nämlich hier auch ganz konkret helfen. Und zwar können wir einfach schauen, was haben wir im letzten Jahr eigentlich nicht benutzt. Und dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so hoch, dass da noch eine Nutzung passieren wird. Also deinstallieren.
Alle anderen Apps, die noch da sind, kannst du am Ende dann zum Beispiel in Ordnern sortieren, sodass das Ganze auch ein bisschen aufgeräumter wird, eher nach Themen. Das kann auch nochmal ganz schön sein, da sein Handy auch dahingehend aufzuräumen, dass du nicht auf 4, 5 Seiten die ganze Zeit verschiedene bunte Icons hast, die dich anspringen. Drittens, bewusste Laptop-Nutzung. Nicht nur unser Smartphone, sondern auch unser Laptop. Der sollte auch aufgeräumt sein. Und da gibt es natürlich relativ viel, was uns ablenken kann, einfach weil wir nochmal eine ganz andere Komplexität haben. Wir schauen uns mal an, was hier wirklich helfen kann. Ordnerstrukturen. Ordner und Unterordner, die können auf jeden Fall dabei helfen, deine Dateien sinnvoll zu strukturieren. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war tatsächlich immer damals auch so, dass ich das richtig geil fand, wenn auf dem Homescreen ganz, ganz viele Icons waren. Keine Ahnung, was man daran gefunden hat. Ich weiß nicht, vielleicht war es einfach noch schön. Da gab es noch nicht ganz so viele Möglichkeiten. Da waren die Möglichkeiten, die es noch gab, wertvoll. Oh. Da hatte ich zum Beispiel solche Spiele drauf wie Pinball. Ja, kleiner Nostalgie-Kick an der Stelle. Aber zurück. Mittlerweile verwende ich Desktop-Icons nur sehr sparsam. Habe sie fast gar nicht mehr auf dem Home-Bildschirm, sondern eher unten in der Leiste beim Mac. Und da dann eben die häufigsten Programme, die ich benutze. So ist das ein schöner Shortcut und ich werde da auf der großen Oberfläche monitoren, nicht irgendwie abgelenkt von irgendwelchen Icons. Und komme dann auch nicht in Versuchung, nochmal zwischendurch Pinball zu spielen. Tab-Hopping vermeiden. Ein großes Problem am Laptop für mich ist, dass ich binnen eines Klicks einfach in einem anderen Tab sein kann. Vor allem, wenn ganz viele verschiedene Tabs oben offen sind in der Tab-Leiste, geschieht es doch immer relativ schnell, dass ich von einer wichtigen Aufgabe gerade irgendwie bei YouTube lande oder vielleicht auch bei Wikipedia und dann wollte ich gerade eigentlich noch mal kurz was nachschauen und lande aber am Ende irgendwie bei den 5 Gemälden von The Course of Empire und bin in irgendwelchen Kunstanalysen drin. Besonders schlimm ist es, wenn oben irgendwie 500 offene Tabs sind und mein ADS-Gehirn, das denkt sich dann, oh geil, einfach mal irgendwo wieder hinklicken. Und dann bin ich schon raus. Tab-Hopping, das kann bei mir echt ziemlich extrem werden und genau deshalb schauen wir uns jetzt mal an, was ich mir da überlegt habe. Wenn ich fokussiert also an einer Aufgabe arbeiten möchte, dann hilft es auf jeden Fall, die Tabs hier oben einfach zu schließen. Aber manchmal ist es ja dann doch so, dass man sagt, ah, ich will aber gerade mit dieser Tab-Kombination, die ich da oben habe, später noch weiterarbeiten. Also zum Beispiel hier, ich bin gerade irgendwie an der Website und habe dann hier noch irgendwie den Corporate Identity Guide offen und möchte damit später weiterarbeiten. Was man da machen kann, wenn man sich gerade also einer anderen Aufgabe widmet und Fokuszeit braucht, ist, man öffnet entweder ein neues Fenster, dann ist es natürlich von den Tabs bereinigt, oder noch besser, man erstellt verschiedene Browserprofile. Und zwar habe ich hier zum Beispiel den Lernwolf angelegt, das ist also mein Rechercheprofil, wo ich wirklich dann einfach Zeitungen lese oder auch wirklich recherchiere für Themen. Und da lenkt mich dann gar nichts ab. Das ist ein komplett bereinigtes Browserprofil und hier habe ich auch nicht so viele Lesezeichen. Denn auch Lesezeichen können mich ja ablenken und genau deshalb braucht es diese verschiedenen Browserprofile. Das geht ganz einfach, indem ich hier oben drauf klicke und verschiedene Browserprofile anlege. Hier kann ich auch ein neues hinzufügen. Dann gehe ich auf ein neues Chrome-Profil einrichten. Hier kann ich mich also anmelden, wenn ich ein Google-Konto habe oder ich fahre einfach ohne Konto fort. Sage hier bitte ja bitte und dann geht es schon los. Fast. Genau. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, das ist jetzt hier ein Profil, mit dem ich nur lese. Gebe ich dem eine grüne Farbe und los geht's. Und dann bin ich in einem sehr, sehr schön übersichtlichen, sehr bereinigten Bereich, mit dem sich dann auch gut arbeiten lässt. Und tatsächlich etwas, was meine Mitbewohnerin mir empfohlen hat, was ich sehr, sehr, sehr cool fand, ist, wenn die Lesezeichen zu viel werden und zu bunt, dass man sich auch hier auf die Icons beschränken kann, weil Text lenkt ja oft ab. Und tatsächlich kann ich einfach hier drauf gehen auf Scientific American und ich sage, ich möchte dem gar keinen Namen geben, sondern nur das Icon, lösche also den Namen und zack, haben wir hier nur das Icon. Genau das gleiche kann ich also auch hier machen. Deutschlandfunk, lösche den Deutschlandfunk und so weiter. Das heißt, da kann ich auch nochmal eine Übersichtlichkeit reinbringen und dann lenkt mich das Ganze auch nicht mehr so sehr ab. Website-Blocker. Genau wie auf dem Handy gibt es auch auf dem Laptop Tools, um Webseiten zu blocken, sogenannte Website-Blocker. Ein bekanntes Programm ist hier zum Beispiel Cold Turkey, was so viel bedeutet wie kalter Entzug. Das Tool habe ich übrigens auch in meinem 30-Tage-Social-Media-Detox-Experiment eingesetzt und das könnt ihr euch jetzt hier oben noch einmal klicken, wenn euch das interessiert. Offline-Medien nutzen. Für mich, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die ich über mich lernen musste, ist, dass ich nicht nur digital funktioniere oder vielleicht sogar manchmal schlechter,
sondern wenn es um manche Dinge geht, wie zum Beispiel Gedanken aufzuschreiben, sich nochmal kurz zu sortieren, dann hilft es einfach, sich wirklich einen Zettel und einen Stift in die Hand zu nehmen. Ich weiß, da gibt es verschiedene Typen. Ich selber habe für mich gemerkt, dass das super cool ist. Ich habe mir auch ein Whiteboard gekauft, an dem ich meine To-Dos und teilweise Pläne, Meilensteine und so weiter festhalte, an dem ich mir selbst Workshops gebe und Dinge erarbeite. Ja, ich bin ein Workshopgeber und Teilnehmer. Ja, aber der Grundgedanke ist klar. Ich merke, dass es manchmal auch sinnvoll ist, die digitalen Geräte wirklich beiseite zu schieben, weil es eben so viele Möglichkeiten darauf gibt und zu sagen, ey, ich gehe jetzt wieder voll analog. Also, abschließend lässt sich zusammenfassen. Wenn wir ein gesundes Verhältnis zu unseren digitalen Geräten entwickeln wollen, dann müssen wir uns einfach mal die Geräte vorknöpfen. Wir müssen sie ausmisten und wir müssen sie neu denken und organisieren. Dafür benötigt es selbst Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle, um den Mechanismen der Unternehmen zu entkommen. Das wird natürlich kein leichtes sein, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und so ganz gelingen wird uns das wahrscheinlich nur, wenn wir irgendwie als Asket in die Berge gehen. Aber ich glaube, es ist auch einfach ein schönes Gefühl, jedes Mal sich dabei schon zu ertappen, dass es gerade ein bewusstes Ignorieren, ein bewusstes Nicht-Drauf-Reagieren, ein bewusstes Weglegen unserer digitalen Geräte, dass uns das auch ein Gefühl geben kann von eben selbst Wirksamkeit. Und ich glaube, das ist für mich auch so der Kernpunkt. Mich interessiert jetzt, was sind denn deine Methoden und Strategien, um digital mal so richtig aufzuräumen und auszumisten? Lass mich das gerne in den Kommentaren unten wissen, was deine Erfahrungen sind. Lass uns da einfach mal austauschen und dann freue ich mich sehr darauf, dich im kommenden Video zu sehen. Und ich sage, bis ganz bald.